meine kleinen Mini-Freunde. Heute ist mal wieder ein großer Tag, denn heute ist mal wieder ein kleiner Mensch mit dabei. Und zwar ist es... Was hat denn der Löffel hier zu suchen? 24 Tim. Oh Mann, jetzt schon kein Bock mehr. Ja, same. Immer wenn ich mich sehe, muss ich kotzen. Tim und ich sind wieder vereint. Wir haben was Großes vor. Und zwar, ganz kurz, nachdem wir beide uns letztes Jahr kennengelernt haben, hat Tim zu mir gesagt, wir müssen irgendwann mal den größten Flummi der Welt machen. Ja, ja, true. Ich dachte mir so, hey, warum nicht? Lasst uns dieses Spektakel doch endlich mal anfangen. Und ich habe keine Ahnung, ob es klappt oder nicht, aber ich habe einen richtig geilen Plan, Tim. Es wird geil. Aber weißt du, in welcher Reihenfolge man das alles reinmachen muss? Na, aber hallo, sag mal, meinst du, ich bin von gestern? Oh nein. Es gibt so die richtig Larifari-Tutorials, wie man Flummis macht, aber wir haben was richtig krasses. Wir haben 5 Kilogramm Silikon gekauft. Ich weiß davon nichts. It's gonna be crazy, it's gonna be good, it's gonna be... awesome. Ich würde sagen, lasst uns das schlimmste Flummi-Spektakel aller Zeiten hinter uns bringen und deswegen würde ich sagen, let's go mit dem Video! Wow! Du hast nicht geklatscht, du Dumme. Nee, ich war so auch gerade im Motto. Im Motto? Was gerade im Motto? Melina, wirf uns mal die Form her. Wirf mal normal. Oh, Melina. Hä? Ich wollte fangen, ging nicht. Ja, so fängt man oder was? Joey! Ja, ich wollte fangen. Warte. Oh, oh mein Gott, zeig das in die Kamera. Das halbe Gesicht war einfach dran. Meine Gesichtshaube löst sich auf. Hör jetzt auf zu nerven. Gib jetzt mal hier, bitte. Nicht! Oh, ich hab extra meine Haare gemacht, du kleines Würstchen, Alter! Aber jetzt siehst du wirklich aus wie ein Eierkopf. Ah! Nein! Nein! Jo, warum denn dies? Das ist so eine Fake-Pflanze. Ja, und? Fake. Oh mein Gott. Richtig, den Eierschädel habe ich jetzt. Ja, war es schon vorher. Also Leute, wir haben hier eine Kugelform, die sage und schreibe 30 cm Durchmesser hat. Habt ihr schon mal so einen großen Flummi gesehen? Ich glaube nicht. Du hast nicht nur einen Flummi gesehen, mein Lieber. Verstehe nicht. Nee, ich auch nicht. Ganz schlimmer Witz. Wir haben eine Rezeptur mit ganz, ganz viel... Die besteht aus Maisstärke und ganz viel Silikon. Und ich würde sagen... Mais. Wirklich jetzt? Boah, das wird lustig heute. Melina, schmeiß uns mal jetzt die 5 Kilogramm Silikon zu. Oh, ach, noch mehr? Fast gefangen. Ich war gut. Oh, ist das orange? Blau, grün? Richtig lost einfach. Leute, wir haben beide heute Nacht sehr wenig geschlafen. Melina, wir brauchen noch mal irgendwie eine doppelte Unterlage einfach. Das ist nackt eine... Das reicht nicht. Tim, nicht ausrasten jetzt hier. Hä? Ich mach wenigstens was. Ja, nerven. Ja, kann ich am besten. Also wir haben Silikontransparent. Ich weiß nicht, ob der gut ist oder nicht. Ich glaube, daran sollte man nicht riechen. Wir müssen jetzt erstmal hier... Jetzt drückt man das so. Ah! Aber ich hatte das noch nie in der Hand. Du darfst es nicht in die Hand nehmen. Warum? Ist giftig. Ach echt? Warte mal, das hier soll man... Aua! Aua! Das tut... Kannst du auch einmal riechen, so nah wie ich? Das tut so... Ich mach dir echt... Aber bitte steck's nicht rein. Ich... Riech mal richtig... Na. Oh, mal nochmal. Ja, ja. Wie geil. Ich weiß. Oh. Was ist das für ein Zeug, Alter? Das brennt auch ohne zu riechen. Das ist so richtig an Klebstoff. Riech noch einmal dran, ohne zu riechen. Ist das denn Mehl? Ja, das ist Maisstärke. Hörst du auch mal zu? Wir machen ja nicht einfach nur einen einfarbigen Flummi, sondern wir machen ja so einen Galaxy. Nee, wir machen den schwulsten Flummi der Welt. Nee, ich will einen Galaxy-Flummi. Nee, aber schwul ist cool mit so Regenbogen. Dann schwulen Galaxy. Wir machen so alle Regenbogenfarben, dafür haben wir nämlich Acrylfarbe. Wo ist die schon wieder, Melina? Es reicht mir. Oh, Melina! Richtig die Unangenehme heute. Das ist richtig sassy, merkst du? Oh, Melina! Es reicht! Sollten wir vielleicht Handschuhe tragen? Ich hol mal Handschuhe. Ich hol mir jetzt einen Pulli von dir. Oh, nee. Doch, genau jetzt. Nein. Also Leute, wir haben uns jetzt erstmal komplett umgezogen, weil wir gerade erst gecheckt haben, dass wir ja komplett uns heute vollsauen werden. Hier haben wir so süße Handschuhe. Ah. Damit kann man sich eine Taschenlampe machen. Warum? Ich habe das mal gegoogelt. Wie macht man sich daraus denn eine Taschenlampe? Soll ich es jetzt ernsthaft erklären? Ja. Du brauchst so einen Küchenlappen? Ich will es gar nicht wissen. Wir haben jetzt komplett ausgesorgt, jetzt geht die Party ab. Wir drücken jetzt erstmal durch unsere Düse so ein bisschen Silikon und wir probieren erstmal, okay? Also wir müssen jetzt erstmal die erste Farbe unseres Regenbogenflummis machen. Das riecht richtig schlimm, schon wirklich. Oh, warum? Ich hab grad kurz nichts gehört. So krass war's. So betäubend. Hast du es auch? Es tut aber in meinem Ohr weh. Ja, ne? Das dauert ja Jahre. Soll ich da nicht auch mal anfangen? Ich glaube, es geht schneller, wenn du dieses Plastikaufsatzding abmachst. Stimmt, voll clever. Wie dumm wir sind. Oh, oh geil. Queen!
gehen. Oh, Melina, du bist so schlau. Wir müssen jetzt noch die Farbe drauf machen, das ist wichtig. Blau. Blau? Wow, sieht aus wie so eine Katzenkackwurst, die da rauskommt. Wollen wir einfach? Komm, wir kneten. Mach du, ich mach dann beim nächsten. Ich glaube, wir brauchen mehr Blau. Ja, du musst vor allem mal mehr da machen, weil sonst... Oh, es ist voll die Nase gestoppt. Was denn? Oh. Ja, merkst du? Leute, macht das auf keinen Fall zu Hause nach. Ach, der Schnorchel? Das stimmt giftig. Oh. Hä, ich find's gar nicht so schlimm. Er ist halt komplett an meiner Hand gerade, ne? Weil das so? Nein! Ich glaube, wir brauchen mehr Maisstärke, Melina. Ich glaube, ich habe Durchfall. Aber ich kann die jetzt halt gerade nicht nehmen. Ganz toll. Mal, hör auf, mich hier voll zu spritzen. Oh, hier. Ich spritze dich gleich mal voll. Boah, bitte. Das wird Pucho. Was machst du da? Oh Gott, scheiße! Mein Handschuh ist drin. Oh. Wir haben gerade mal die erste Flasche und wir haben 20 Flaschen. Verstehst du halt nicht, Tim. Das wird ein Flummi? Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. So, wir machen jetzt einfach das zweite Silicon. Boah, du Schwerkel, warum machst du das? Schwerkel! So, ich drück jetzt die zweite Schicht hier rein. Aber warte, blau? Hä, warum denn schon wieder blau? Ach, reicht das? Nee. Dann machen wir grün. Ja, können wir machen. Oh, du alte Sau, Alter. Oh, Melina! Okay, Leute, die dritte Flasche Silikon kommt drauf. Guck mal, wie schön das grün wird. Hey, guck mal, wie schön das Lilay wird. We love a good Lilay. Einmal, zweimal, dreimal. Was denn? Oh, scheiße, Tim. Ja, richtig scheiße. Es ist halt... Ja, soll ich mal gucken, ob der Flummi? Ja, Flumm mal. Soll ich mal runterschmeißen? Oh, Melina, was ist das? Jetzt haben wir hier irgendwelche Assis drin. Okay, wir vermengen die jetzt. Warum? Ja, damit es Galaxy wird. Scheiße, jetzt haben wir wirklich die Kacke am Wartet mal, Melina, füll mal, ich schmeiß das jetzt aus dem Fenster. Nein! Doch. Okay, bereit? Ja, los. Klappt schon. Glaube ich auch. Leute, wir kloppen das jetzt hier mach rein. Den nächsten. Ich mach das. Okay, los. Gut. Wir haben, glaube ich, viel zu viel von der Mehlscheiße genommen. Ich auch. Das ist jetzt schon wieder steinhart. Du musst dich halt richtig beeilen. Ja, so. Hier. Dann mach direkt das nächste. Ja, ja, komm. Okay, die fünfte Ladung kommt. Okay, wir machen jetzt einfach. Oh, das wird der hässlichste Flummi ever. Ja, euch das mal an. Das ist bunt. Oh, das ist nicht schön. Ja, sag ich doch. Ja, passt zu uns. Oh, ich hab voll Bock jetzt auf eine Schokopizza. Oh mein Gott, ich fange an zu schwitzen. Was bedeutet das? Warum habe ich manchmal so dumme Ideen, ey? Ich hab halt auch dumme Freunde. Ich kann schon viel besser atmen. Echt? Mhm. Ich riech keine Silikon mehr. Ja, ist ja auch keins auf dem Tisch. Was ist, wenn das nicht springt? Dann war alles für umsonst. Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, schreibt jetzt mal rein, ob es springt oder nicht. Stimmt ja, ab. Ich sag, es springt. Ich sag, es springt auch, weil ich glaube an das Gute. Wollen wir Geld wetten? Halt die Klappe jetzt. Ist echt so, was kommst du negativ? Ja, echt so. Alter, kannst du mal bitte zeigen, wie ich aussehe? Boah. Hast du deine andere Unterhose wenigstens drunter oder wackelt da jetzt alles? Nee, mein Pimmel wackelt. Du riechst ein bisschen nach Fisch gerade. Ich bin ein Mann. Eben hast du was von deiner Mumu erzählt. Nennst du deine Mama auch immer Mumu? Nein. Sagt zu meiner Mama immer Mumu. Also meine Mama und ich nenne uns mal Lampe. Weg jetzt! Warte doch jetzt! Boah, Joey, beeil dich. Sieht aus, hätte ich in meinen Arschloch. Beeil dich. Aua! Oh, die schöne Mütze! Tim, hör auf. Tim! Schrei mich nicht an. Kannst du mir bitte mein Ding hochziehen? Tim, wir müssen uns beeilen, das ist Leute, nein, nein, stopp mal, warte mal. Nein, 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 pass jetzt nein, mal nein, auf. Hör mir wir müssen zu. Jetzt nein. Hier noch einmal genau, hier ja, ein bisschen genau. Was drauf machen. Ja, damit das hält. Wir müssen so eine gute Schicht hier drauf schmieren, weil sonst hält das safe nicht mehr. Okay, so, und jetzt klatsch die Scheiße drauf, Tim. Halt jetzt, Tim. Ah! Tim! Das ist so nervig. Kann mal jemand mein Ding hochziehen? Nee, garantiert. So, und jetzt mach jetzt Fuge auf Fuge, das ist wichtig. Okay, ja, drück. Oh, doch, das ist super. Ja, super, Joel. Leute, wir gehen jetzt erstmal eine Runde chillen. Wir sehen uns in einer Stunde wieder. Ciao. Also, Leute, wir haben jetzt unser Set hier unten aufgebaut, denn hier oben ist unsere Empore und wir werfen gleich den Flummi hier runter. Deswegen ist hier halt alles mit Folie ausgelegt. Melina! Das war richtig in die Lampe. Es ist ungefähr eine halbe Stunde später. Wir wollten eigentlich länger warten, aber dann haben auf einmal alle hier Stress gemacht. Das reicht auch. Ich glaube halt nicht. Lass mal probieren. I don't really think it's gonna be working. Ja. Wow. Sieht richtig scheiße aus. Aber nicht schlecht. Es ist halt so hässlich, das Teil. Das löst sich komplett. Ja, aber mach nicht extra kaputt. Oh, Tim, das ist so schade. Warum schade? Wir haben so... Das ist immer noch so... Oh, das ist immer noch so krass, Alter. Oh, wie schön ist sie denn? Oha, das hast du gemacht. Hier ist so richtig der Wabbelscheiß. Oh,
Ja. Oh. Oh mein Gott. Oh, nimm nochmal einen Zug. Nein, nein, ja. Wir ziehen nochmal schnell nach oben zu unserem Experimentestudio um. Da glitschen wir das Teil nochmal komplett mit Silikon ein. Das wird so geil. Ja, ich würde sagen, wir nehmen es nur so ab und wir spritzen rein und dann kleben wir es wieder zu, oder? Wir waschen das jetzt ab, damit es halt nicht mehr so eklig mehlig aussieht. Well, we just don't like mail, you know? Ich halte und du brauchst sie ab. Ab, ja? Oh, scheiße, ich muss richtig furzen gerade. Ja, aber warum? Ich lass einfach laufen jetzt. Lass mich, warte mal. Ah. Oh mein Gott, ich furze jetzt. Oh mein Gott, ich bin sorry. Oh ne, siehst du, es geht gar nichts weg. Ich würde aber sagen, das reicht, oder? Ja, es reicht. So, und jetzt müssen wir die einzelnen Schichten noch fixieren. Ja. Unsere letzte Kartusche. Nee, lass mich. Guck mal, wie viel Kacke hier noch drin ist. Aber das ist doch YOLO. Ich fühle mich so, als würde ich Granat abwischen. So, warte, ich spritze jetzt unter die Haut. Ja, ist schon gut so, oder? Ich mag's auch gerade. Komm, wir schmeißen das jetzt endlich runter. Jetzt schon? Okay, Leute, das Ding dauert uns zu lange. Wir füllen das jetzt trocken. Hör auf! Oh mein Gott! Du darfst nicht spoilern! Und wenn wir es von da oben runterschmeißen, der wird so durch die Decke gehen, ey. Ich habe ja immer dran geglaubt. Oh mein Gott, ihr! Boah, das stinkt! Ja! Lass jetzt einfach mal machen, okay? 3, 2, 1. Oh nee, Tim. Was ist das denn? Hä? Die ist doch höher gesprungen, als ich die auf so einer Höhe runtergehauen habe. Geht alles schon wieder auf den Sack hier. Ja, warte, ich werf die dir hoch. Ja, wow. Willst du so? Ja, komm. Voll hier über die Kabel gestolpert. Warum funktioniert es nicht? Ich glaube, es ist zu schwer und zu groß. Weil es stinkt immer noch nicht mal. Okay. Ich finde, wir sollten jetzt wenigstens alle Schichten noch mal auseinanderreißen für die Satisfyingness. Oh mein Gott, wir haben noch einen weißen Kern hier. Guck mal, wenn das keine Taschenlampe ist. Das ist nicht satisfying. Ja. Dieses Ding regt mich auf. Das ist einfach nur für den Arsch. Oha, guck mal, wie geil das aussieht. Sieht aus wie so Schnatter von so einem Monster. Leute, macht das auf keinen Fall zu Hause nach. Ich hoffe trotzdem, dass wir es zu Hause nachgemacht haben. Wenn das so ist, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Auch gerne 2. Wenn ihr mehr von so einem unglaublichen Scheiß sehen wollt, sollen wir noch irgendwas in ganz groß machen? Jetzt schreibt es in die Kommentare. Bitte ganz viele Ideen. Weil wir haben keine mehr. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Vergesst nicht, Tim anzuschauen. Der hat nämlich Instagram und TikTok. Und damit ich euch schon wieder sage, sehen wir uns bald wieder.